Wollen wir loslegen? Grummel, grummel, grummel. Natürlich hängen wir los. Und zwar hier bei Mario Kart 8 im Online-Modus mal wieder. Und welche Strecke wird es diesmal sein? Wieder mal der Chip-Chip-Strand. Da hatten wir auch schon so häufig. Ich frage mich langsam, was da wohl der Kurs am wenigsten dran kam. Alter, schon wieder vier Franzosen. Ist klar, nur weil sie Gruppen näher sind in der WM. Aber hey, die Schweiz ist auch dabei. Yeah, wir sind auch im Achtelfinale. Cool. Und hier, ja, gut. Ja, ihr seht schon wieder mal einen der Koopalinge, sprich wieder einer von Bowsers Söhne. Mal gucken, was er typisch so drauf hat. Das habe ich schon gesehen. Er ist nicht der schnellste in allen, soll aber gut in Kurven sein. Und hat da auch eine Distanz drauf. Zumindest grüßt er förmlich. Hallo. Ja, genau. Hey, hallo. Tschüss. Was? Alter, ich habe ihn negiert. Das ist schlecht. No Shell, no Shell. Wieso no Shell? No Shell oder was? Ist das da vorne etwa Sheldon Cooper? Wohl eher weniger. Du. Juhu, yeah! Aua, das muss ja kommen. Wieso bin ich Trottel jetzt gegen den Baum gefahren? Bumerangs überall. Mann, Mann, Mann. Also eins muss man sagen, mittlerweile sind hier echte Profis online unterwegs. Es ist unglaublich, was da für ein Aufgebot bereits unterwegs ist. Echt kaum zu fassen, ey. Uah, wir haben Pflanzen, weg da, weg da. So, du lass da mit dem Panzer mich in Ruhe. Ah, Mann. Magician, ist klar. Oh, oh, ah. Die Elsa wollte mich in die Luft sprengen. Da, Alter, ist klar. Buchst mich einfach weg. Und reingefahren natürlich nicht. Aber den nehme ich seine Münze nachher. Der krummelt schon wieder. Grummel, grummel, grummel. Ja, wenn eine Frau gewählt hätte, würde auch krummeln. Oder wenn die Frau aussehe als Mann. Ist überhaupt nichts Sexistisches. Ist einfach nur, naja, natürlich ein Geschlecht bist, weil es natürlich in erster Linie auch dich so fühlen. Spiel natürlich richtig fühlen, nicht irgendwie anders oder falsch, was natürlich immer im Auge des Betrachters liegt und, naja. Ich quatsch so viel. Mich aufs Spiel konzentrieren. Wow, das gerade. Und tschüss, ouch! Du bist doch ein Arsch mit Ohren! Hat uns alle au. Alter! Was soll denn das? Ich hab nichts getan denen! Vor allem denen überhaupt nichts! Was macht der Arsch? Genau, Alter! Wir sollen dann sich blockieren. Hab ich keinen blauen Panzer gesehen? Nö, an uns denken. Alter, ist klar! Muss ich da Pause nehmen, hätte zumindest ein bisschen mehr Masse als die hier. Ja toll, ich bin so schön um die Kurve rum. Alter, ist klar, Leute können bitte mal ein bisschen aufhören. Och nö. Nicht so einer. Ey! Mann! Bring mich auf zur Seite an, was sollen da machen, außer verlieren. Ja, ich hol jetzt auch, ey, Alter. Ich lag in die Führung, also gut wie und dann doch kurz und. Ich sag nur Grummel, Grummel, Grummel. Elsa, No Shell, Sekrum, Kasktur. Die ganzen Franzosen wieder mal. Gut, die haben einen hinter uns gelassen. Schön. Oh je, Mine. Was war das denn? Ja, kannst du ruhig aufregen, Michael. Du bist gut dran. Okay, nächste Strecke hoffen die Steinblock-Ruinen. Für ein Spiel. Ja, für den Arsch. So. Ist nicht fair, Mann, ist es klar. So. Habe ich da auch meine Meinung gesagt. Eine neue Strecke wurde ausgewählt. Natürlich auch schon in- und auswendig kennen und wieder mal vier Franzosen in den Rest der Welt. Oh, nee, vier Franzosen plus. Ist klar, vier Amerikaner, zwei Engländer, ein Deutscher und ein Schweizer. Das kann was werden. Let's go! Mit dem kleinen Lemmy, glaube ich, oder hieß er? Irgendwie so, nicht Lenny, sondern Lemmy mit zwei M. Über was den Namen kam, keine Ahnung. Aber bei Ludwig van der Cooper, also ganz ehrlich. Wir führen, yeah! Meine Frisur wackelt im Wind, geil! Ich zeige euch meinen Arsch!
Also natürlich nicht auch nicht euch da zu Hause vom Fernseher oder vom Bildschirm, wie auch immer, sondern natürlich den hier. Mich als unverschämt überholt haben. Meine Fresse. So, nehme meine Feuerbälle. Alle nur für euch. Und auch für meinen Papa, der direkt hinter mir ist. Hey Junge, geh mal weniger Gas, ich will dich überholen. Vergiss es, alter Sack. Wow, ist ganz schön schnell unterwegs. Du, und da kommt... Ah! Na, Bremsen bringt da gar nichts. Früher ging das noch bei Mario Kart. Wie, glaube ich, war ging sogar? Weil ich weiß, Mario Kart 7 ging das auch nicht mehr, dass ich irgendwie abbremsen konnte und wurde es nicht mehr getroffen. Nee, so, weil ich meine blaue Panzer im Visier hat, dann trifft der... Aha, hast du doch wird... Das ist eine Hupe abgeblockt. Und theoretisch kann es auch noch einen Pilz irgendwie ausnocken. Habe ich auch mal gesehen bei... Ja, Mario Kart, wie war das sogar? Als echt jemand mal, also habe ich es mal auf YouTube gesehen zum Film, als echt jemand geschafft, dass er... Verdammt, nicht gezielt. Hat es echt geschafft... Oh, doch cool. hat es echt geschafft, einen... Ja, einen blauen Panzer mit einem Pilz auszuweichen. Das war echt ganz krass, ey. Schade. Da hat es nämlich nach rechts in die Kurven gehen. Hey, wieso hat er mich getroffen? Hallo, sag mal hinter mir. Ja, man trifft ihn auch einen. Mann, Alter, wo kommst du denn her? Wow. Das geht so einfach nicht. Lemmy, du bist total scheiße, Mann. Hey, war cool, hey, ich bin der Funkige, hey, Schnauze. Man, dieser Lemmy, also mit denen zu gewinnen, könnte ein bisschen schwierig werden. Oh je, meine Jahre, falls, hey, Michael ist gut, wir haben es kapiert, du freust dich, so, wir haben eine Piste. Das war nicht fair, kann es laut sagen. Nee. Viel Glück natürlich. Fair play for the win. No, Shadow, viel Glück, Mann. Ein kleines Mädchen mit einer großen Brille. Und da ganz links ein alter Mann. Naja, nicht ganz links, das ist die ganz alte Frau. Mit viel zu viel Make-up drauf, aber ist ein anderes Thema. Welche Strecke? Ja, ist klar, welche Strecke. Ich meine, zumindest fast. Eine kleine Chance bleibt dir noch, aber nee. Es ist Peach Schloss. Alter, die Franzosen weg, dafür kommen 6 Amerikaner. Wollt ihr mich verarschen? Das geht doch nicht. Was aber auch ein bisschen seltsam finde ich, ist, wir finden seit letztem ein bisschen Japaner. Hab sich schon seit etwa 10, 12, ne, vielleicht etwa 10, na doch, etwa 10, 12 können es stimmen. Bei 10, 12 Rennen keine Japaner mehr gesehen. Wow, Hilfe, geh mal aus dem Weg. Rosalina, du. So, ein paar Münzen, dankeschön. Aber ganz ehrlich, dieses Münze-Item ist sowas von beschissen. Klar, es zählt wie 2 Münzen, ist ja schön, aber trotzdem, das bringt einem so herzlich, wenn du hier in Führung liegst. Eine Hupe wäre cool. Na, ein Patrick natürlich auch, aber... Wow. Die Pflanze wollte nach mir schnappen. Ah, oh, passiert doch immer wieder. Ludwig ist mir auf den Fersen. Du. Wow. Nein, ein Goomba. Habe ich nicht mehr richtig gesehen. Was seid ihr? Nicht mehr da. Gut. Dann kann ich mich ja auf die Socken machen. Du. Vielleicht doch endlich mal ein Sieg für den kleinen coolen Lemmy Cooper. Mal gucken. Und dann sieht es ja gut aus. Man soll ja nicht den Abend vor dem Tage loben. Einen Tage vor dem Abend loben. Autsch. So, du kriegst eins in die Fresse. Oder wohl eher in den Arsch hinein. Und dein... Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Papa? Da ist er ja.
Nein, keine Bombe! Scheiße, ich sehe nichts mehr! Wo ist er? Der hatte die magische Acht! Und ich hab... Ja. Ja. Alle haben tolle Items, was bekomme ich? Die Arschkarte, dankeschön. Autsch! Kann es auch schlimmer kommen? Verdammt, hab's gesagt. Aus dem Weg, ihr Penner! Na toll, Münzen, was soll damit? Nein, nein, ich schaffe es nicht mehr. Und immer noch der Sieg mit Lemmy fehlt. Alter Schwede, das ist so schwierig werden wird, hätte ich auch nicht erwartet. Aber immerhin, wir haben uns gegen satte 5 Amerikaner, nee 6 sogar, durchgeschlagen. Ja, kann man durchaus so erwähnen, benennen, wie auch immer. Ja, ist durchaus eine Leistung. Was mir noch schön ist, war die Abfahrt, Discodrome, Scheigeist Wasserfälle, wer wohl eher für ein... Ja, zufällig kommen. Schönes Spiel, schönes Spiel war. War ganz nett. Immerhin noch den zweiten Platz. Was if? Ey, what if? Was ist? Mal loslegen, Mann. Das ist ein nettes Spiel. Ich muss nach meine Zähne da reinigen, da in den Spektrum gehen. Hm? Danke fürs Spielen. Tschüss. Wollen wir loslegen? Natürlich legen wir los. Und zwar mit welcher Strecke wird es wohl sein? Opas letzte Strecke wird das Discodrome sein. Das ist eine gute Idee für den alten Sack. Mal gucken. Du. Wie ist der Pause goldene Räder? Gibt es ja auch, wa? Die goldenen Rennutensilien gibt es ja also auch. Die fehlen mir leider immer noch. Ich habe immer noch erst etwa 1700 Münzen gesammelt insgesamt. Mann, Alter! Nein, nein! Ja, das war ein tiefer Grummel. Der Letzte, toll, ich bin der Letzte! Es hat einen Vorteil, Freunde, ich kann mal das Feld von hinten aufräumen. Yay! Ja, was glaubt ihr, selig? Grummel, Grummel, Grummel. Das sagt auch der beste Ko. Da oben noch, oder was? Yippie, yay, 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 yay! Ja, wuhuuu! So, von sind wir bereit wieder. Schön! Wuhuuu! Aus dem Weg, Rosalina! Du gehst mir auf die Schallkreise, meine Liebe! Autsch, ist klar, schon wieder! Was sagt der, hatte den Piranha-Pflanze? Auf die habe ich keinen Bock. Da fresse ich lieber einen Stock. Sponsor bei Valentin Stocker. Was? Keine Ahnung. Wow, ich bin gerade ein bisschen am Cruisen. So, der Zachary ist hinter mir. Natürlich vor mir. Und hinter mir direkt mein alter Papa. War ja klar. Und der Macke ist auch da. Na, du alte Macke. Was will denn der alte Sack? Wieso alt? In meinen besten Jahren! Wow, das war aber knapp, Alter! Eine halbe Sekunde früher und haben wir voll erwischt. Das muss ich ausnutzen. Du. So, 10 Münzen, ich habe das Maximum voll. Ich habe das Maximum voll!
Was? Och komm, wie kann man so viel Pech haben, hey? In der Sekunde, wo der Stern aufhört, genau dann, nicht vorher, nicht nachher, genau dann, trifft mich so ein beschissener grüner Panzer, den ich mir selber noch abgeschossen habe. Alter, die Wunder hat sowieso immer so etwas. Mein Stern aktivieren ist natürlich immer gut, ist ein bisschen geschützt, aber trotzdem musst du die Bombe schnell loswerden, sonst sind dann deine anderen Items auch Schnee von gestern und naja. Also nicht fair, finde ich auch. Ja, tschüss Leute, was machen wir jetzt? Zum Abschluss des Parts noch die Donut-Ebene Nummer 3. Müssen wir gewinnen, ich. Mal loslegen. Ich bin etwas nervös. Ist klar. Oh, das sieht doch schon mal relativ vielversprechend aus. Snowshell, Michael Fernando, Elsa, Cascador, Abby Rose, Zach, was läuft denn der Dosi? Der Dosi. Ja, bin der Dosi. Na mal schauen. 3, 2, 1 und ready for takeoff! Autsch! Mann, ey. Wann soll man hier so ein Rennen machen ohne Items? Was ich will, weiß. Ach du Scheiße, wir haben zwei Väter, ganz toll. Du. Nein, fast erwischt. Und der Grum, was macht denn der Grum? Grummel, Grummel, Grummel. Das ist auch irgendwie so ein älterer Herr, wa? Mann, ey, was war das gerade? Ein dämlicher Banane. Von hinten, schön. Das lieben die alle, wa? Au! Mann, Bowser! Papa, was soll denn das? Er trifft mich. Alter, mit einem Meter voll, man trifft mich nicht. Okay, muss man merken, mit Lemmy nicht unbedingt in Zweikämpfe gehen, das könnte schief gehen. Tschüss! Wo sind die hinter mir? Ist klar! Nein, dann sind die nicht davon betroffen, wenn man den Stern anhat. Alter, ist das fies. Na toll. Wir hatten ein paar Münzen absahnen, schön. Und schon wieder Dritter, hey. Was ist denn hier bloß? Los, online-mäßig. Aber es ist echt so, mit einem guten Item oder so kannst du das ganze Feld aufräumen. Es ist einfach zum Wahnsinnig werden. Oh, da ein Deutschsprechender hier. Auch nicht schlecht. Tja, wollte ich mal sagen, das war's denn mal für heute. Hier bei Mario Kart 8. Online-mäßig. Mal gucken, wie es nächstes Mal weitergeht, mit welchem Charakter wir dann starten. Und ob ich endlich mal wieder mal gewinnen kann gegen den Rest der Welt. Bis dahin, ciao zusammen.